René Huber, Stadtpräsident von Kloten und zufriedener Royal Reisekund. Ihr könnt einfach alles. Gebt mir immer die richtigen Tipps und wissen genau, was ich will. Es ist ein Team, das seit Jahren unverändert zusammen ist. Die kennen wirklich jede schöne Ecke dieser Welt. Grüezi Huber, willkommen in der Welt der Ferien. Kein Massentourismus, sondern eine unberührte, intakte Natur mit einer vielfältigen Tierwelt. Das alles finden Sie in Botswana, im südlichen Afrika. Wenn Sie lieber mit dem Kleinflugzeug ins Okavango-Delta fliegen und sich nach einer erlebnisreichen Pirschfahrt und einem ausgezeichneten Dinner in einem Luxuscamp erholen, oder bevorzugen Sie ein bisschen Abenteuer in einer Gruppe mit dem 4x4-Fahrzeug, einen Sternenhimmel, gemütlich am Lagerfeuer nach einem selber gekochten Nachtessen? Egal, wie Sie sich entscheiden. Auch Sie werden nach so einer Reise garantiert mit dem Afrika-Virus angesteckt sein und immer wieder zurückkehren. Nach dem letztjährigen Erfolg von unserer ersten Reise nach Rhodos bieten wir auch dieses Jahr wieder unseren beliebten Herbsthit an. Wir haben ein professionelles Sport- und Betreuungsteam vor Ort, das täglich ein attraktives Programm mit den verschiedensten Schwierigkeitsstufen für Sie zusammenstellt. Darum fühlen sich besonders Sportler und Familien bei uns wohl. Mami, wenn ich endlich wieder Herbst komme, wieder die Lehrerinnen. Haben wir auch Sie lustig gemacht? Ausführliche Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik Spezialreisen oder wir beraten Sie natürlich auch sehr gerne persönlich in einem unserer Büros. Sawadika und herzlich willkommen in Thailand. Das Land vom Lächeln lässt keine Ferienwünsche offen. Ob Wellness und Beauty, Kultur, Sport, Natur, Shopping oder kulinarische Freude, Möglichkeiten in Thailand sind enorm vielseitig. Im Norden locken malerische Landschaften und urchige Bergstämme. Der Süden hingegen bietet traumhafte Badeinseln mit glasklarem Wasser und schneeweißen Stränden. Haben Sie sich lustig gemacht? Dann können Sie sich doch bei uns beraten.